Wir setzen eine Straße nach oben. Guti. Brauchen dann eine Sperre hier, dass der nicht hier hochläuft. Außerdem eine weitere Mühle. Mit einer weiteren Sperre. Einem Inspektorenturm. Essen wird an alle verteilt. Die bringen gerade noch weiteres Essen nach unten, das ist okay. Wir setzen hier noch weitere Musiker mit hin. Akrobaten, Schauspieler, einen Theaterpavillon, einen Buddhistenschrein, einen Taoistenschrein, frohes neues Jahr, wir feiern. Und später noch eine Konfuzius-Akademie. Die bringt mir jetzt noch nichts. Die werden wir erst nachher mit reinholen. So, wir brauchen noch weiteres Essen hier unten. Das heißt, eine weitere Nahrungsmittelart, die müssen wir importieren. Wir importieren Reis. Reis ist relativ günstig, kann bis zu 12 importiert werden, völlig okay. Hier oben sagen wir, dass Reis nicht erwünscht ist. Verweigern, dafür nehmt ihr mehr Hirse an, 12 Stück und mehr Kohl. 12 Stück. Wunderbar. Dann haben die auf jeden Fall genug Essen hier oben bei den beiden Marktplätzen. Das ist völlig okay. Weitere Leute müssen in die Stadt ziehen, her mit der Attraktivität. So ist gut. So sind dann auch weitaus weniger Arbeiter nötig. Schauspieler sind da, Musiker fehlen noch, Akrobaten sind auch da. Jetzt sind auch die Musiker da. Der Theaterpavillon funktioniert. Hervorragend. Dann brauchen wir hier auch die Marktplätze. Einen Hanfladen. Einen Keramikladen, einen Seidenwarenladen, einen Nahrungsmittelmarkt, der nichts weniger als würzige Nahrung verteilt, einen Lackwarenladen, später werden wir auch Lackwaren haben, und einen Teeladen. Tee und Lackwaren müssen wir importieren. Wir können auch gleich eine Verbindung hier rüber machen, ist nochmal wesentlich günstiger. Reißen wir mal ganz kurz den Akupunkteur noch ab. Bauen die Straße rüber. Und der Akupunkteur, der kommt hier drüben mit hin, denn ist alles gut. Okay. Die können also jederzeit rüber und Seide holen, das ist schon mal gut. Brauchen sie nicht durch die ganze Stadt dackeln. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte für mehr Brennöfen. Und ich möchte mit den Lackwarenbetrieben jetzt so langsam arbeiten. Das heißt, wir müssen Holz importieren und Lack. Wir können Holz hier importieren. Bis zu 24 ist Blödsinn, aber bis zu 12 würde ich es gerne haben wollen. Und Lack kriegen wir hier nicht. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendeine Stadt finden, die mir Lack verkauft. Yuzhuang. Bevor wir aber Lack mit reinbringen, könnten wir doch tatsächlich schon mal unsere Gebäude hier bauen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Verteidigung. Okay, es fehlt gerade Keramik. Wir warten auf die Keramiken, die fertig produziert werden sollen. Wir haben schon 41 Arbeitslose, das sind 4%, das ist okay. Unsere Leute werden mehr, Holz kann jetzt hierher gebracht werden. Holz ist schon mal gelagert, wir warten auf Waffen. Ihr seid soweit fertig. Sieht gut aus. Die anderen Städte werden wir unterwerfen.
So, dann haben wir 4 Stück in der Mitte. Das kann nur gut sein. Wir bauen auch schon mal einen Naturteich mit rein. Und einen Teich mit Brücke. Zusätzlich eine Drachenstatue und eine Hundestatue. Und eine kleine Soldatenstatue passt nicht hin, aber die Gelehrtenstatue auch nicht. Dann die Frauenstatue. Die Adelsskulptur und ein Garten. So, das wird reichen an Attraktivität. Mehr brauchen die nicht. Ach so, einen Ahnenschrein habe ich vergessen zu bauen. Ah, ich wusste, irgendwas fehlt noch. Aber jetzt haben wir alles und den Rest können wir drumherum siedeln. Ach so, und wir brauchen die Konfuzianische Akademie, aber die wird später gebaut. Wir brauchen zusätzlich noch einen Steuereintreiber. Und mehr Papier. Das heißt, auch noch eine weitere Handfarm wäre nicht verkehrt. Vielleicht sollten wir das Papier noch in ein extra Lagerhaus hier vorne packen. Nichts annehmen außer Papier. Bis zu 16. So, der Steuereintreiber hier unten wird jetzt mit Papier versorgt. Weitere Handfarmen werden folgen, werden dann hier unten mit hingebaut. Seide kommt in Massen, wird auch in Massen wieder verkauft. Wir stehen noch relativ gut da. Weitere Forts können wir noch nicht bauen. Dafür müssen die hier erstmal wachsen. Sobald der Ahnenschrein unterwegs ist, dürfte das kein Problem mehr sein. Sie wollen Seide haben. Seide müsste eigentlich geliefert werden. Seide ist zu weit weg. Okay, dann sammeln wir hier noch Seide. Holen bis zu 4 Stück. Speichern unter LP05. Geschwindigkeit hochdrehen. Frohes neues Jahr, wir feiern. Dann spendieren wir dir jetzt schon mal Keramiken 8 Stück. Zufrieden. Zufrieden ist gut. Mir fehlt immer noch Seide hier oben. Seide ist immer noch zu weit weg. Haben wir wirklich so viel Seide im Verkauf? Okay, dann müssen wir die Seide einmal kurz runterstellen, dass die nicht bis zu 24 einlagern, sondern nur bis zu 400. Der Rest wird drüber gebracht. Jetzt bringt er das rüber. Sehr schön. Hoffe ich zumindest, dass er nicht in das Handelsdepot möchte. Doch möchte er. Es wurde auch gerade wieder verkauft. Verdammt. Das ist äußerst störend. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich bin am Überlegen, dann doch lieber hier noch ein Warenlager zu errichten. Das Seide annimmt. Bis zu 16 bitte. Und dann stellen wir das hier drüben aus, denn nimmt der jetzt keine Seide mehr an. Dann werden die das ja automatisch rüberbringen. Guti. Wir brauchen die Leute. Geht nicht anders. Wir brauchen unbedingt Leute, die für uns kämpfen. Und das kriegen wir nur hin, wenn die hier wachsen. Und erst dann können wir auch unsere Freunde verteidigen, mit denen wir ja aktuell schon Handel treiben. Holz ist da, Waffen sind da. Holz wird auch importiert, Reis wird importiert. Reis ist auch hier vorhanden. Nahrungsmittel sind genug da. Alles ist gut. Gut.
Steuereintreiber sind unterwegs. Okay, jetzt kann er es einkaufen, jetzt ist Seide da. Wunderbar. Ihr müsst jetzt als nächstes Waren geliefert bekommen. Die wird es erstmal nicht geben, aber ich kann neue Forts bauen, das ist ganz gut. Dann bauen wir jetzt erstmal ein Katapultfort mit hin. Und ein Reiterfort. Wir haben auch noch ein paar Arbeitslose, das ist okay. Können wir nutzen. Frohes neues Jahr, wir feiern. Ich kann sogar noch einen vorbauen. Wunderbar. Dann nehmen wir noch ein Infanterie vor. Das bauen wir aber hier oben mit hin. Ein bisschen Platz ist ja noch. Okay, und dann ist unsere Verteidigung zumindest schon mal gesichert. Feuer in der Stadt. Hier hinten, ei. Inspektorenturm fehlte mir. Jetzt kriegen die erstmal wieder keine Seide mehr. Dankeschön. Nichts annehmen außer Seide. Der Markt hat noch genug Seide, das ist okay. Wir können hier auch einstellen, dass wir jetzt außer Seide auch, warte mal, Keramiken holen, 4. Ach, du liebes bisschen, deswegen hat das nicht geklappt. Okay, Keramiken annehmen. Bis zu 8. Ah, oh, voll verklickt und ihr habt es mir wahrscheinlich schon gesagt. Keramiken annehmen bis zu 8 ist okay. Eigentlich ja nicht, will ich gar nicht. Bleibt bei 4. Und wir brauchen außerdem hier oben Tee. Bis zu 4. Und hier wollen wir die Lackwaren haben. Bis zu 16. Gut, dann müssen wir jetzt unsere Handelspartner raussuchen. Liu Zhang bekommt von mir Geld. 2500 Münzen, das tut nicht weh. Unsere Ahnen fühlen sich vernachlässigt, bekommen jetzt erstmal wieder Keramiken, 8 Stück. Liu Zhang dankt ihnen für das Geld. Sind uns gegenüber immer noch gleichgültig. Okay. Die brauchen Weizenkohl und Stahl, produzieren Sojaquark, Reis und Tee. Handel mit der Stadt beginnen, dann kann ich da schon mal den Tee holen. Gleichzeitig können wir auch eine weitere Handelslinie nach Jiangling versuchen zu eröffnen. Handelsabkommen abgewiesen. Jiangling dankt Ihnen für das Geld. Jiangling ist respektvoll uns gegenüber, wird den Handel eingehen. Produziert Salz, Tee, Hanf und Holz und braucht Weizenkohl, Stahl und Waffen. Waffen können wir später verkaufen, das ist kein Problem. Frohes neues Jahr, wir feiern. Handel mit Jiangling eröffnet. Perfekt. So, ihr verkauft ebenfalls Tee, dann kann ich euch lassen, dann brauche ich die hier unten nicht. Tanzhou, wir brauchen ja noch Lack. Versuchen wir mal in Tanzhou Lack zu bekommen. Geld, 2500 Münzen. Du bist immer noch zufrieden, bekommst jetzt nochmal Papier. 8 Stapel. Tanzhou dankt ihnen für das Geld. Wang Di trifft ein. Tanzhou ist uns gegenüber gleichgültig produziert, aber Lack. Das ist gut. Dann werden wir denen jetzt irgendwas geben, was wir haben. Weizen. Weizen geht immer. 8 Scheffel, bitteschön.
Tanjou dankbar für Weizen. Ist uns gegenüber aber immer noch gleichgültig. Das gefällt mir gar nicht. Oh, was könnten wir euch denn sonst noch geben? Dann geben wir euch nochmal 2500 Geld. Ich will euch nicht erobern müssen. Respektvoll. Na also, Handel mit der Stadt beginnen. Frohes neues Jahr, wir feiern diesmal nicht. Handel mit Tanjou eröffnet. Super. Dann kriegen wir da jetzt schon mal Lack her. Hier bekommen wir Tee. Holz importieren wir bereits. Dann brauchen wir jetzt unser neues Handelsdepot. Mit Tanjou. Hier bitte Lack importieren. Sehr gut. Hier bauen wir jetzt unsere Produktionen mit auf. Also nochmal einen weiteren Inspektorenturm. Und die Lackwarenbetriebe, die wir gar nicht haben. Oh, verdammt. Dann brauchen wir auch keinen Lack importieren. Ups. Wo kriege ich denn Lackwaren her? Ich dachte echt, wir können Lackwaren selber produzieren. Wir haben doch... Warte mal. Jadeschnitzerwerkstatt, Papiermühle und Weberei. Nee, dann können wir keine eigenen Lackwaren herstellen. Das ist doof. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jiang Liang hat auch nichts. Produziert Sojaquark, Reis, Tee. Den brauche ich euch nicht. Dann versuche ich es noch mit Guangzhou. Guangzhou bekommt Geld. 2500 Münzstränge. Wie geht's unserem Ahnen? Fühlt sich schon wieder vernachlässigt. Dann bekommst du Papier. 8 Stapel. Bitteschön. Bist zufrieden. Wir stellen die Geschwindigkeit wieder hoch. Immer noch zufrieden, dann bekommst du jetzt Keramiken, 8 Stück. Guangdi trifft ein, Guangzhou ist dankbar fürs Geld. Statt ein Geschenk machen, ihr braucht Seide, Salz, Tee und geschnitzte Jade. Dann bekommt ihr jetzt erstmal Seide, 8 Ballen. Ach Gott, Guangdi hat Sachen verteilt. Frohes neues Jahr, wir feiern. Ich habe mich schon gewundert, wo kommen die ganzen Leute her, die dort oben einziehen wollen. Aber die fallen gleich wieder zusammen und alles ist gut. Guangzhou bekommt dann eben nochmal Geld. Wenn denen das nicht reicht. 2500 Münzstränge. Bist schon wieder vernachlässigt. Hier hast du wieder 8 Keramiken. Guangzhou ist uns gegenüber respektvoll und wir handeln mit der Stadt. So, dann haben wir das gleich geschafft und müssen nur noch für 36 Monate einen Helden haben. Frohes neues Jahr, wir feiern. Neujahrsbonus. Ich nehme tatsächlich ein besonderes Geschenk, denn habe ich schon mal den Tiger. Handel mit Guangzhou eröffnet. Gut, dann haben wir unsere Handelspartner, aber wir müssen 4 Städte regieren. Oho. So, Guangzhou. Ach siehste, ich wollte gar keinen Handel mit euch. Die verkaufen nur Fisch, Reis, Stahl und sowas alles. Das brauche ich ja gar nicht. Ich brauche Lackwaren. Ach. Keiner verkauft Lackwaren, dann kann ich nur noch versuchen, mit Zhengdu Handel zu treiben. Du bekommst schon mal wieder Keramiken oder Papier, 8 Papier. Geschwindigkeit hochstellen. Huangdi trifft ein.
Zhengdu dankt ihm für das Geld. Gerne. Produziert Lachs, Salz, Jadetee. Wir kommen im Moment also nicht an Lackwaren. Das hätte ich nicht gedacht. Dann versuchen wir unsere Leute jetzt so auszubauen, ohne Lackwaren, also noch mehr Gebäude hinzustellen, noch mehr Forst zu bauen und dann ja, die einzelnen Städte zu erobern. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.